So, hallo Leute von heute, von morgen, von Norden bis Süden bis Osten und Osten. Wir sind's wieder, Wuschelkorn und Hannibal LP. Hallo. Hallo. So, ja Mensch, das hat jetzt mit dem Teleport total gut geklappt. Wir haben uns nicht hier reinhacken müssen. Nein. Das sah nur so aus. Die Gitter da oben sind alle noch heile. Die haben wir nicht nachträglich wieder heile geklopft. Richtig. Also der Teleport wollte im Multiplayer einfach nicht. Das ist das Problem, da saß ich die ganzen letzten Wochen immer dran. Ja, im Singleplayer hat er wunderbar funktioniert. Ich konnte mich hier rein teleportieren und raus teleportieren. Und aber wehe, man hat es in den Multiplayer gepackt, dann... Ein Multiplayer-Nazi. So. Ja, hier, Mensch, Schalterrätsel, glaube ich zumindest. Ja. Weil da unten so viele Schalter und so viele, das sind wahrscheinlich die Minecarts, die wir damals gesehen haben, als wir dort im Erzabbaugebiet waren. Ja. Wir haben das Ganze hier sowieso schon mal gesehen, als wir da oben lang gewartet sind. Und da dachten wir noch nur, wow, was ist das? Richtig. Okay, das bedeutet, wir drücken einfach mal wahllos Schalter und schauen, was passiert. Ich glaube, wir müssen gucken, über welche Felder bis das Minecart so rüberfährt und dann in der Reihenfolge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den orangenen Dings umhebel, dann hat sich da unten die Weiche gestellt. Müssen wir es irgendwo hinlotsen? Ich habe keine Ahnung, ich sehe gerade nicht mal ein Minecart. Es geht schon doch. Da fährt. Nee, doch nicht. Das war mein Stinkelblubber hier. diese Pupsblubber immer, ey. Ja. Minecart! Ah, hier hinten fährt eins. Das ist gut. Immer im Kreis. Das bedeutet, wir müssen zuerst überhaupt mal eine rote Weiche stellen. Soll ich jetzt mal rot hauen? Ja, mach mal rot. Hab rot gehauen. Boah, das wird sich gleich umstellen. Boah, es hat sich umgestellt. Du sagst mir, was ich hauen muss und ich versuche, so schnell wie möglich drauf zu klopfen. Und dann fährt es, ich will gucken, ob es dann weiter im Kreis fährt. Mhm. Wir brauchen dann auf jeden Fall als nächstes den grünen. Grün. So, dann fährt das Viech nämlich schon mal da an der Stelang in die Kreis und fährt den weit... Lol. Fährt dann immer da unten lang. Okay, dann war wahrscheinlich grün voll. Doch, Mama Lila. Lila. Hab Lila gehauen. Boah, da bin ich gespannt, was jetzt passiert. Okay, es fährt über gelb, grün und jetzt über lila und dann fährt es da runter und kommt wahrscheinlich dahin wieder raus. Mama blau. Blau ist geil. Mama blau. Okay, ich hab blau gehauen. Geil. Hui. Dann fährt es wahrscheinlich wieder da unten lang und kommt da hinten raus. Mach mal pink. Schätzchen, mach pink, ja. Pink. Pink. Und mach gleich doch mal orange. Orange ist hier ganz hinten. Orange. Fühl mich wie eine Ampel. Boah. Wo fährt denn das jetzt lang? Water Pressure. 25%. Ja Mensch, wir haben irgendwas gemacht, was voll geil ist. Ja, wahrscheinlich müssen wir das Ganze jetzt nochmal irgendwie machen. Weil ja, richtig. Jetzt kannst, hier, guck mal, hier drüben fährt es jetzt wieder im Kreis. Ja. Jetzt kannst du mal gucken, was gedrückt werden muss und ich stelle mich schon an die Knöpfe. Oh Gott. Es ist halt so, es dreht sich immer im Kreis, bis man den nächsten umgehebelt hat. Also jetzt in dem Fall dreht es sich immer am roten. Also haust du jetzt rot quasi, oder was? Ja, und dann dauert das ein bisschen, bis sich die Weiche umstellt, aber dann jetzt zack und jetzt fährt es weiter. Ja. Denn dann fährt es genau wieder so, dass das irgendwann unten landet und dann landet es wieder ganz da hinten und dann fährt es wieder im Kreis. Ah cool, dann drück mal als nächstes gelb, glaube ich, müsste das sein. Hoffe ich, vielleicht. Ja, schauen wir mal. Hui! Ja, da fährt es jetzt lang. Schwing. Wo kommt es dann raus? Nee, das war falsch. Okay, dann machen wir mal gelb wieder weg. Nochmal den Laufweg. Wo war das? Also es fährt jetzt an Rot vorbei. Fährt es über Gelb drüber und dann fährt es über Grün rüber. Und es darf ja irgendwie eigentlich nicht nach... Ich glaube, wir müssen den Blauen nur umlegen, oder? Weil dann fährt es ja zu Pink weiter. Ja, das kann sein. Verrückt. Was war das jetzt? Blau? Oder? Blau? Ja, dann fährt es wieder nach unten, ja. Gucken wir jetzt mal, wenn das sich umgekippt hat. Jetzt hat sich die Weiche gestellt. Ich bin gespannt. Diese aufregende Action, diese... Jetzt fährt es über Pink. Jetzt fährt es weiter nach dahinten. Okay. Kriegen wir jetzt vielleicht eine Water Pressure von
50% zufällig. Es fährt weiter. Ja, 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 ja. Geil. Das steht die ganze Zeit, ich soll eh drücken, um mein Inventar zu öffnen. Boah, das Erfolg, ey, das ja. Erfolg. Ich drück wieder Knöpfe, du guckst. Okay, es dreht sich noch immer lustig im Kreise. Du kannst auf jeden Fall gelb und grün drücken. Das sollte eigentlich reichen, gelb und grün schon mal. Gelb? Gelb und grün, ja. Gucken wir mal gleich, ob das klappt. Mhm. Ja, jetzt fährt es hier um die Ecken statt da rein und bei grün auch nicht da rein. Und jetzt fährt es aber wahrscheinlich hier wieder nach unten. Also dann drücke ich lila, ne? Lila. Lila. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt fährt es da. Okay, das ist auch noch richtig. Das ist okay, pink war falsch. Pink. Sehr schön. Ja, ja. Was für ein komplexes System, ey. Da steckt scheiße viel Arbeit hinter. Ja, ich hätte auch keinen Bock, das zu bauen. Ich auch nicht. Bauen. Boah, geil. Das funktioniert. Auch, dass es dann halt immer wieder im Kreis fährt und dass man das dann weitermachen muss. So, jetzt drück ich wieder. Ja, also erstmal halt rot, damit es nicht ständig im Kreis fährt. Wuhu. Ich sehe nichts. So, jetzt fährt es da lang, jetzt fährt es da lang. Fällt es da runter. Also glaube ich gelb. Okay, gucken wir mal, was passiert. Ja, jetzt müsste es da lang fahren. Oh. Dann grün. Schnell grün. Oh, ich hab du grün. Du schaffst es nicht. Das Mann, ist auch Moment immer noch so lange. Ja. Gefahren bist. Braucht man halt auch immer so lange. Scheiße. Oh. Lila musst du auch noch drücken. I see. Klick. Das sollte es jetzt aber noch schaffen. Boah, geil. Ja, oh. Dann nochmal blau. Voll geil, plupp weg. Ja, ich glaube, pink kannst du direkt auch nochmal. Ich schaff das! Boah, komm schon. Na, es ist wieder umgesprungen, kurz nachdem du rübergefahren bist. Drück mal orange so noch schnell. Glaube ich, ich hoffe. Ja! Okay, es ist weg. Jetzt sollte die 100%. Es hängt und wir sind wieder draußen. Yay! Geil! I think the teleporter is now active in the lab in Santa's workshop. Also können wir in den Workshop von Santa gehen und dort unseren nächsten Teleport nehmen. Oder ihn zerbacken. Genau. Machen wir es kaputt. Das war doch diese Fabrik da. Ja, hier drüben, die Factory. Nee, da wird der Workshop wird es in der Factory geben, genau so. Ja, weil da war ja auch noch ein Teleporter, wo wir auch schon mal reingerannt sind. Richtig so, oh, was ist da drin, das klappt nicht. Aber da es jetzt eine komplett neue Map ist, sollten wir das überleben. Da hinten war, glaube ich... Wir mussten, glaube ich, hoch, ne? Was steht denn hier? Top Toy Factory. Also müssen wir nach oben. Jo. Immer diese unfreundlichen Leute, die einen auf der Treppe umrennen. Die sind dumm. Ja. Geht nicht. Okay. Lab. Labor. Das ist der Ironworks Teleporter. Enter. Wow, es funktioniert. Ich funktioniert. Es dauert ein bisschen, aber es funktioniert. Hallo, Kiste. Oh, du bist mein unsichtbar. Katz. Ja, Mensch, dann nehme ich doch mal... ein paar mit. Richtig. Du bist unsichtbar. Ich? Ja. Weißt du, soll ich mich aus- und einloggen? Nee, warte, ich muss mich ein- aus- und... Warte. Manni, voll hat das Spiel verlassen. Ah, ich sehe dich wieder. Wah! Oh yeah. So, what's this? This is a Minecart-Track. Ist das eine Minecart-Track, you? Where does the paths go? Better be careful in here. This must be more than an expensive coaster. Ja, ich guck mal erstmal um die Ecke. Witches. Ich guck mal erstmal, was hier ist. Ah, hier kann man hoch. Da vorne konnte man auch hoch und einen Hebel drücken. Ich befürchte, das wird irgendwie noch... This looks important, but how do I get in there? Better look around for... Ja, okay, um da reinzukommen, werden wir die Minecarts brauchen. Und das ist der Teleporter, um wieder zur Factory zu kommen. Verstehe. Da vorne war nämlich so ein Hebel. Ich drück den einfach mal. Au. Bin mal so frei. Huch.
Das ist wahrscheinlich, um mit dem Minecart loszufahren. Tschüss, Minecart. Tschüss. Erst reinsetzen, dann Hebel drücken. Hui! Oh, ich will auch. Oh, wir fahren ja automatisch los. Sekunde. Wo ist vorne? Wo ist hinten? Hilfe! Woohoo, yeah! Mir wird leicht schlecht. Ah, da war ein Access Point. Man muss Access Points nebenbei aktivieren. Scheiße. Während du fährst, wenn du, also... Wir müssen uns die Farben merken, die wir dann schon aktiviert haben. Was ist das? Da stand ein Schild. Ich wollte das lesen. Mir wird schlecht. Mami! Boah, das ist voll laut gerade. Heftig. Sag ihnen, sie sollen aufhören. Ihr sollt aufhören. Es klappt nicht. Scheiße. Ich sehe aber keine Access Points mehr zwischen. Ja, ich habe nur den blauen gesehen, ganz am Anfang. Dann war da noch. Wahrscheinlich stellt er auch irgendeine Weiche. Schön sind auch die leeren Minecarts, die noch mit auf der Strecke herumfahren. Boah, ey. Alter, das hört überhaupt nicht mehr auf. Nee. Endlosschleife. Obwohl ich manchmal auch wirklich einfach nicht weiß, wo vorne und hinten ist, weil früher hat sich das ja selber mit umgestellt. Ich sehe dich. Hallo. Tschüss. Kann ich irgendwas drücken? Ah, da ist ein Minecart runtergefallen. Wow. Das heißt, wir fallen gleich runter. Ich bin kollabiert mit einem anderen. Ich schiebe es vor mir her. Ich fahre bergauf und ich fahre bergunter. Ich komme dir entgegen. Nein, da kommt ein neues Minecart. Ah, ich fahre bergauf. Nein, ich will nicht wieder zurück. Nein. Ich glaube, diese Minecart-Strecke ist nicht dafür gedacht, dass man das Ganze noch mal mehrfach mit Minecarts bestückt. Wir werden hier niemals wieder herauskommen. Ja, ich auch. Ah, guck mal, das ist... Hey, der stellt irgendwie Geschenke her und da ist irgendwie ein Mund, das ist ein Nussknacker, dessen Zähne sich bewegen. Das ist schön. Boah, während wir hier gerade fahren, muss ich das mal irgendwie leiser stellen. Nein, das ist nicht so laut. Gar nicht. Also irgendwann muss ich mal aussteigen. Hallo! Okay. Wo fahre ich denn jetzt? Ah, vorne und hinten. Ich weiß. Okay. Da geht's leiser. Ruhe für die Ohren. Ja, das sollte ich vielleicht auch mal machen. Es geht unter Spieler übrigens. Leiser. Aha. Habe ich gerade festgestellt. Mensch. Ich weiß überhaupt nicht mehr, in welche Richtung ich fahre. Fahre ich jetzt vorwärts? Fahre ich rückwärts? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich rolle hier einfach mal noch so ein bisschen. Ah, das ist der scheiß Schalter. Ich hab ihn aktiviert. Yay, Switch 1 ist enabled. Ich fahre gleich wieder. Lass mich mal weiterrollen. Nein, ich will nicht nochmal von vorne. Nein, ich will hier raus. Mami, ich kann auch nicht mehr aus dem Minecart aussteigen, wenn es einmal fährt. Hallo. Anderes Minecart, das ich gefunden. Ich komm hier. Nein, ich will nicht nochmal von vorne fahren! Nein, lass mich hier raus! Ah! Du hast mich von der Strecke geschmissen mit deinem Minecart-Scheißteil hier. Ich komme nicht mehr aus dem Minecart. Was musste man drücken, um aus dem Minecart raus... Oh, Shift. Ja. Ich habe mich auch befreit. Wo sehe ich dich irgendwo? Ich bin unten wieder bei dem Schalter, bitte? Wo man anfängt. Ich gehe jetzt einfach zu Fuß hier über die Schienen und drück so die Schalter. Dich. Hallo! Also ich habe den blauen Schalter schon gedrückt, den einen, den es da gab. Ja, an dem bin ich gerade vorbeigewatschelt. Dann bist du ja gar nicht weit weg vom Anfang. Nee, ich glaube, ja, wie gesagt, ich bin auch zurückgefahren. Und dann hast du mich Oh mein Gott, diese Eieruhr. Oh mein Gott. Oh mein. RIP Headphone Users, das tut mir ja sehr leid. Das tut mir wirklich ausgesprochen leid. So, die Folge ist rum. Ja. Dann lassen wir Wuschel mal laufen und verabschieden uns bis zum nächsten Mal bei Minecraft Rollercoaster-ception. Genau. Tschüss. Tschüss.